Hallo Freunde und herzlich willkommen bei CF Unboxings. Und jetzt möchte ich euch die drei neu erschienenen Steelbooks zu Jurassic Park 1, 2 und 3 vorstellen. Viel Spaß. Fangen wir beim ersten Teil an, Jurassic Park. Als erstes würde ich sagen, schauen wir uns mal die Pappbanderole an. Hier nochmal die Kennzeichnung, Limited Steelbook Edition, das Ganze herausgebracht von Universal. Also muss ja schon eine tolle VÖ werden, weil die machen meistens tolle VÖs. Und ja, hier hinten haben wir die Infobeschreibung mit drauf. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. So, noch ein paar Screenshots zum Film. Bonusmaterial, Rückkehr nach Jurassic Park, Kurzfeatures aus dem Archiv, hinter den Kulissen und Storyboards. Hinten haben wir noch Produktionsarchive, Fotos und so weiter. Dann Ton, Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch und so weiter. Und hier unten noch ein paar Infos zu Laufzeit und Logos und so weiter. Der Film geht 126 Minuten. Und wie gesagt, der Film ist aus dem Jahr 1993 und wurde jetzt neu aufgelegt als Steelbook. Natürlich, weil diesen Juni Jurassic World, also der vierte Teil der Jurassic Park-Reihe, erscheint. Und deshalb haben sie sich gedacht, ja, legen wir halt die alten Teile nochmal als neues Steelbook auf. Finde ich eigentlich eine gute Idee. So, hier haben wir das Steelbook. Das sieht schon mal richtig cool aus, in Hochglanz gehalten. Und das Jurassic Park-Logo ist geprägt. Also, es sieht sehr cool aus. Hier eben diese Holzkiste. Und ja, ist ein schönes Artwork um noch Steven Spielberg-Film und ansonsten ist hier nichts drauf und sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Auf dem Backcover haben wir hier den T-Rex drauf. Finde ich aber jetzt ein bisschen komisch, denn er sieht hier animiert aus, also so wie aus der 3D-Fassung. Ist nicht ganz so toll, aber naja, ist schon okay. Macht auf jeden Fall was her, aber naja, hätten wir den Original-T-Rex nehmen können. So, ein Intro kann man auch. Finde ich allerdings etwas blass. Die Disc, naja, okay. Aber insgesamt ist der Innendruck natürlich ziemlich cool hier. Eine legendäre Szene, in der der T-Rex hier die Autos angreift. Und ja, ein bisschen blass, aber sonst sieht es ziemlich cool aus. Und naja, die Steelbooks kosten ja nur 9 €, also da kann man wirklich nichts falsch machen. Vor allem der Frontcover, also das ist richtig geil, gefällt mir sehr gut. Und ja, das ist Jurassic Park, das erste Steelbook. Sieht richtig cool aus. Kommen wir nun zum zweiten Teil. Jurassic Park, The Lost World. Schauen wir wieder zuerst den Schuber an. Die Pappbanderole. Limited Steelbook Edition, wie immer. Hier hinten haben wir wieder die Infobeschreibung. Und ja, wieder dasselbe Bonusmaterial. Und der Film beträgt eine Laufzeit von 128 Minuten. Und ja, gucken wir uns mal das Steelbook an. Der Film ist übrigens aus dem Jahr 1997. Also, das Front Artbook gefällt mir auch schon wieder sehr gut. Hier der Urwald mit den Pflanzen sieht richtig geil aus und halt dieses, ja, ich liebe das einfach, dieses Hauptartwork von Jurassic Park von allen Teilen und wie hier wieder alles geprägt und sieht einfach super aus. Hier haben wir den Spin, den habe ich vorhin vergessen, auf jeden Fall auch hier so schwarz. The Lost World, Jurassic Park, Universal Logo und British Logo und ja, komplett Steelbook, sieht schon mal cool aus. Hier wieder den T-Rex. Diesmal sieht er richtig geil aus, also gefällt mir sehr gut. Vor allem auch richtig stark, starke Prägung, richtig stark eingestanzt. Dann haben wir hier wieder ein cooles Artwork, natürlich aus der legendären Szene, in der der Jurassic Park hier durch die Stadt durchrennt und alles zerstört. Ja, die Disc wie immer ein bisschen kahl, aber schon okay und viele Logos mit drauf. Und das ist das Steelbook zum zweiten Teil, gefällt mir wieder auch sehr gut. Also echt super Steelbooks für alle, vor allem auch alle für 9 €. Hier zeige ich euch nochmal den Spin vom ersten Teil, dann habt ihr den auch gesehen. So. Eins haben wir noch, das Steelbook zum dritten Teil. Hier haben wir es. Zeige ich euch wieder zuerst die Banderole. Wieder Limited Edition Steelbook. Die Infobeschreibung mit Screenshots zum Film. Könnt ihr euch wieder durchlesen. Wieder dasselbe Bonusmaterial. Und der Film, die Laufzeit beträgt 92 Minuten, also der kürzeste Teil der Reihe. Hier haben wir das Steelbook. Das ist das Artbook, das mir am wenigsten gefällt. Ist natürlich immer noch cool, aber halt ein bisschen, ja, kahl. Einfach nur die Mauer und hier ein paar Skelettfunde. Aber naja, auf jeden Fall hier, das ist schon wieder cool. Das Geprägte hier mit den eingestanzten Dingern hier. Man hätte vielleicht den guten Spinosaurus mit drauf tun können, das wäre cool gewesen, denn ja, der ist eigentlich auf dem normalen, auf dem Original-Artwork mit drauf. Hier am Spin, wie immer schwarz, Blu-ray-Disc-Logo, Universal-Logo und Jurassic Park 3. Der Schriftzug sieht sehr cool aus und das Back-Artwork, naja,
auch ein bisschen leblos mit dem Flugsaurier drauf und ja, ein bisschen zerkratzt und so soll das auch schon, sollen die Felsen darstellen. Sieht aber auch eigentlich ganz cool aus. Und der Innendruck ist dann das, was mir am besten gefällt von allen drei Steelbooks, denn es ist nicht mehr so blass, sondern ja, richtig viel Farbe ist mit drin. Der T-Rex und der Spinosaurus, das sieht richtig cool aus. Dieser Kampf hat mir auch richtig gut gefallen. Und ja, finde ich eine coole Sache, dass Universal sich dazu entschieden hat, diese Steelbooks rauszubringen, denn sie sind cool. Für 9 € kann man da nichts falsch machen und das ja steigert dann die Erwartungen auf den vierten Teil Jurassic World am 11. Juni im Kino. Freue mich schon riesig auf den. Und ja, die Steelbooks sind allesamt cool. Kann man sich bei Amazon bestellen. Der Link ist in der Infobeschreibung, könnt ihr euch die Steelbooks kaufen. Aber ich glaube, die gibt es nicht exklusiv bei Amazon, sondern die gibt es, glaube ich, überall. Also auch bei Müller und Mediamarkt. Also könnt ihr euch den kaufen. Ansonsten war es das jetzt mit meinem Unboxing zu den drei Jurassic Park Steelbooks. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, wie euch diese Edition gefallen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.